Die USA erhöht den Druck auf Syrien. Hillary Clinton sagt, dass die Regierung verantwortlich für die Gewalt dort sei. Viele sagen nun, dass diese Situation dem Ablauf der Geschehnisse in Libyen gleicht. Hallo Gayan und guten Abend von hier nach Washington DC. Es wird also mehr Druck seitens der USA aufgebaut. Erzählen Sie uns bitte, was Sie noch darüber gehört haben. Hallo Kevin, also die US-Außenministerin äußerte, dass die syrische Regierung mehr als brutal sei und dass diese verantwortlich für Hunderte von Toten wäre. Clinton sagte ebenso, dass die US-Regierung dafür sorgen will, dass der internationale Druck auf die syrische Regierung ansteigen würde, auch wenn sie mittlerweile aufgehört hat zu betonen, dass Assad seine Legitimation als Staatsführer verloren hätte. Die Europäische Union hat bereits Schritte unternommen, ein Paket an Sanktionen zu beschließen, welches zum Beispiel das Einfrieren von Vermögen sowie Ausreiseverbote für bestimmte Leute mit einbezieht. Für gewöhnlich fängt es immer mit Sanktionen an. So begann es auch in Libyen. Und wir erinnern uns, dass im Falle Libyens die Zeitspanne von dem ersten Schritt der Sanktionen bis zur militärischen Intervention ziemlich kurz sein kann. Die Idee einer weiteren Intervention ist nicht das, was die amerikanische Bevölkerung begrüßen würde. Wir erinnern uns, dass der Großteil der amerikanischen Bevölkerung gegen die Intervention in Libyen ist, auch wenn die US-Regierung sagt, dass das ja vorwiegend die NATO übernommen hätte. Aber jeder hier weiß, dass die USA der größte Teil der NATO darstellt. Viele Amerikaner sind auch wütend, dass der Präsident, von dem sie hofften, dass er sie aus all diesen Kriegen rausholt, jetzt möglicherweise auch noch in Syrien aktiv werden will. Also nach unserem Gespräch jetzt muss ich sagen, dass das so aussieht wie vor der Intervention in Libyen. Also Kevin, da gibt es eine Sache, die Libyen und Syrien gemeinsam haben. Beide Regime gingen gegen Demonstranten vor, aber einer der großen Unterschiede ist, dass Colonel Gaddafi keine großen Freunde in der Region hat, während das bezüglich Syrien sehr viel komplexer ist. Denn Syrien ist Irans größter Verbündeter in der Region. Und einige sagen, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Iran einfach nur den Versuchen Syriens Regime zu wechseln, zuschauen würde. Und das könnte einen großen Konflikt auslösen. Viel größer als der in Libyen. Denn bezüglich Libyen müssen die Alliierten jetzt mit einem stagnierenden Prozess umgehen. Denn der Konflikt dort hat eine Grenze erreicht, wo sich nichts mehr bewegt. Und deshalb debattiert man jetzt über ein Mandat für Bodentruppen. Und währenddessen wächst die Anzahl ziviler Opfer stetig an. Und von daher ist es vom humanitären Standpunkt aus ein Desaster. Und viele Analysten sagen, dass vom humanitären Aspekt betrachtet nichts darauf hindeutet, dass es in Syrien besser sein würde. Die Tatsache, dass wenn die Spannungen im Nahen Osten sehr hoch sind, wie heute, der Ölpreis klettert in die Höhe. Und das ist natürlich sehr, sehr gute Hilfe für den Dollar. Wenn es zu viele Dollars in der Welt gibt und das Angebot von Dollars ist zu groß und die Nachfrage ist zu klein, wir können die Nachfrage entsprechend verdreifachen oder vervierfachen oder verfünffachen,
mit einer Golfkrise. US-Präsident Obama verstärkt indes den Druck auf Pakistan. Er glaube, dass es ein Unterstützernetzwerk für Bin Laden in Pakistan gegeben habe und forderte die Regierung in Islamabad auf, die Helfer des Top-Terroristen beim Namen zu nennen. Unklar sei, ob Bin Ladens Helfer aus dem Kreis der pakistanischen Regierung stammten, sagte Obama in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS. Der pakistanische Regierungschef Gilani wies die Vorwürfe zurück, sie seien absurd. Also General Gould, Sie haben da einen ganz zentralen Punkt genannt, der absolut offensichtlich ist. Das Säbelrasseln gegen Pakistan begann exakt dann, als Pakistan sagte, jetzt reicht es mit weiterer Stationierung von US-Drohnen. Ich hatte bereits Interviews bezüglich dieses Themas mit Special Forces-Leuten und ich hatte ebenso Colonel Schäfer wiederholt on air und er wird ebenso in den News bestätigt. Die Angriffe der USA auf Pakistan werden immer bedrohlicher, das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Iran German Radio. Danach soll Präsident Obama die Drohnenangriffe auf die sogenannten Stammesgebiete im Nordwesten des Landes massiv gesteigert haben, während es in der gesamten Bush-Amtszeit 41 dieser Attacken gab, habe Obama im laufenden Jahr bereits 108-mal zugeschlagen, heißt es. Oh.
same secret society? Well, that's all right. Let me answer his question. Excuse me, what are you writing? Whoa. Is anybody watching me? I'm not talking. Talk about it. It gets worse. The University of Florida police officers warned that student at that moment that if he didn't stop resisting, he would be tased, as in tasered. If you listen closely here for the sound of a taser gun, you'll hear that they were not bluffing. Listen. I didn't-